Und damit hey ho und herzlich willkommen bei meinem ersten neuen Projekt, und zwar Assassin's Creed. Ja, ihr hört richtig, meine Wenigkeit ist wieder da, euer Liverski-San. Und wir spielen als erstes neues Projekt eins der schönsten Assassinen-Spiele, die es gibt. Wenn nicht sogar das einzigste schöne. Und zwar Assassin's Creed. Natürlich den schönen ersten Teil. Wie ihr seht, habe ich ein bisschen schon gespielt. Also ich habe schon ein Profil. Deswegen will ich aber euch alles zeigen. Deswegen ist auch ein bisschen schon von dem Spiel. Kenne ich von dem Spiel auch schon ein bisschen. So. Normalerweise will ich das so haben, dass die Parts 30 Minuten, also eine halbe Stunde immer dauern, die einzelnen Parts. Heute ist es ein bisschen länger, weil ich halt ja erst nach dem der netten kleinen Szene eben erst mein Countdown gestartet habe von 30 Minuten. Deswegen machen wir erstmal ein neues Profil anlegen. Und wir nennen es Livers Let's Play. Einfach damit ich weiß, okay, das ist meine Let's Play-Aufnahme. So, dann sind wir schon mal hier. Ich cutte noch mal kurz, weil ich noch kurz was einstellen muss. Bis gleich. Da geht's auch schon weiter. Ich musste nur mal wieder auf Vollbild machen, weil bei mir ist das auf minimal auf Fenster halt gegangen. So, und damit wollen wir mal starten. Beziehungsweise laden. Ich richtete mein Herz darauf, die Weisheit zu erkennen und die Torheit und Narrheit. Ich erkannte, dass auch dies ein Streben nach Wind war, denn in der ganzen Weisheit ist viel Verlust. Und wer Erkenntnis mehrt, mehrt das Leid. Es gibt ein Problem. Ich kann ihn nicht in der Erinnerung verankern. Er lehnt die Behandlung ab und zieht sich zurück. Desmond, versuchen Sie, sich zu entspannen. Ich stabilisiere ihn. Konzentrieren Sie sich auf meine Stimme. Erkennen Sie, dass nichts, was Sie sehen, real ist. Nur Bilder aus der Vergangenheit. Ihnen kann nichts passieren. Verdammt, es klappt nicht. Einen Moment, Mister. Er passt sich an. Das erste Mal ist nie leicht. Es geht schief. Das reicht, Mister. Wir müssen ihn herausholen. Sofort. Okay, Mister. Wir werden jetzt versuchen, sie da rauszuholen. Alles okay? Ich sagte doch, dass ihm nichts passiert. Schweine! Na, na. Ich habe gerade ihr Leben gerettet. Mein Leben gerettet? Sie haben mich entführt, mich an dieses Ding angeschlossen. Animus. Es ist ein Animus. Ich kenne Sie noch nicht einmal. Warum tun Sie mir das an? Sie haben Infos, die wir benötigen, Mr. Miles. Informationen? Ich bin ein Barkeeper, verdammt! Was wollen Sie von mir? Lernen, wie man einen Martini mixt? Wir wissen, wer Sie sind. Was Sie sind. Ich weiß nicht, wovon Sie reden. Spielen Sie nicht den Dummen. Wir haben keine Zeit. Sie sind ein Assassine. Und ob es Ihnen klar ist oder nicht, Sie besitzen etwas, das meine Arbeitgeber haben wollen. Es ist tief in Ihrem Kopf verborgen. Aber ich bin kein Assassine. Nicht mehr. Ja. Das steht auch in unseren Akten. Irgendwas von einer Flucht.
Sehr zum Glück für uns. Was wollen Sie von mir? Dass Sie tun, was wir Ihnen sagen. Der Animus wird uns helfen, zu finden, was wir suchen. Wenn wir es haben, können Sie gehen. Ich gehe da nicht wieder rein. Dann legen wir Sie ins Koma und machen alleine weiter. Und wenn wir fertig sind, lassen wir Sie sterben. Ehrlich gesagt, der einzige Grund, dass Sie noch bei Bewusstsein sind, ist, dass es uns viel Zeit erspart. Sie sind verrückt? Also was nun, Mr. Miles? Leben oder sterben? Legen Sie sich hin. So, ja, eine gute Entscheidung. Leben oder sterben? Bitte zurücklegen. Ich glaub mal, ich gehe nach Hause, oder? Legen Sie sich zurück. Wir erledigen. Na komm, legen wir uns mal wieder hin. Eine weise Entscheidung. Wo bin ich? Im Innern des Animus. Das heißt? Ein Projektor, der genetische Erinnerungen in 3D erzeugt. Genetische Erinnerung? Scheinbar brauchen Sie eine Art Einweisung. Nun gut. Wir fangen ganz einfach an. Was ist eine Erinnerung, Mr. Miles? Eine Aufbereitung früherer Ereignisse. Spezifisch für die Person, die sich daran erinnert. Ja, sicher. Was, wenn ich Ihnen sagen würde, dass ein Mensch nicht nur seine individuellen Erinnerungen besitzt, sondern auch die seiner Vorfahren? Genetische Erinnerungen, wenn Sie so wollen. Wanderung, Winterschlaf, Fortpflanzung. Woher wissen Tiere, was sie wann und wo tun sollen? Das ist der Instinkt. Jetzt streiten wir uns um Worte, Mr. Miles. Wie Sie es auch nennen, die Tatsache bleibt, diese Wesen verfügen über Wissen, das in ihrer individuellen Erfahrung nicht enthalten ist. Ich habe 30 Jahre gebraucht, um zu verstehen, warum. Ich habe etwas Faszinierendes entdeckt. Unsere DNS fungiert als Archiv. Sie enthält nicht nur genetische Baupläne von früheren Generationen, sondern auch deren Erinnerungen. Die Erinnerungen unserer Vorfahren. Und der Animus lässt Sie diese DNS-Daten dekodieren und lesen? Exakt. Aber es geht nicht. Das ist die Erinnerung, auf die wir zugreifen möchten. Aber wenn wir versuchen, sie zu aktivieren, zieht sich ihr Geist zurück. Ihnen fehlt das Vertrauen, in den Körper ihres Ahnen zu schlüpfen. Das ist auch eben passiert. Sie wurden aus der Zielerinnerung gestoßen und kehrten zurück in einen stabileren Zustand. Warum? Ihr Unterbewusstsein. Es wehrt sich. Wir haben ähnliche Reaktionen bei Patienten festgestellt, die hypnotisiert werden. Um traumatische Vorfälle wieder zu erleben. Wir müssen vorsichtig sein. Und auch dann gibt es Probleme. Und was machen wir jetzt? Wir finden eine Erinnerung, die Sie akzeptieren können. Sie werden sich daran gewöhnen. Langsam aber sicher. Noch näher kommen wir nicht ran. Also müssen wir hier anfangen. Ich lade jetzt das Einführungsprogramm. Dazu gesagt. Mal kurz. Weil ihr werdet das Brummen natürlich ja auch gehört haben, wie ich. Da kann ich leider nichts für, tut mir sehr leid. Datenstrom instabil. Versuche, Synchronität wiederherzustellen. Ja, du mich auch. Hallo, Subjekt 17. Moin. Dieses Tutorial wurde erstellt, damit Sie sich besser mit der Steuerung des Animus vertraut machen können. Anweisungen folgen in Kürze. Ja, jetzt kommt erstmal so ein kleines Tutorial. Der Synchronitätsbalken zeigt, wie synchron Sie mit den Erinnerungen Ihres Ahnen sind. Falls Sie jemals asynchron werden, stellt der Animus die letzte synchrone Position wieder her. Es droht eine komplette Desynchronisierung. Bitte befolgen Sie die kommenden Anweisungen, um die Systemstabilität wiederherzustellen. Der Animus benutzt ein Puppenspielerkonzept, um die Aktionen Ihres Ahnen zu steuern. Ich lade Subroutinen, um die Anpassung Ihres Körpers an den Animus zu überprüfen. Wir beginnen damit, die Standardaktionen aller Eingaben kennenzulernen. So, nochmal. Wie gesagt... Wenn Sie stillstehen, benutzen Sie die Kopftaste, um Ihre Umgebung zu erkunden. Ja, wie gesagt, dieses Gebrumme eben. Sorry, das kann ich nicht ändern, weil das ist so, sollte jetzt so symbolisieren, wie sehr das in dieser Maschine brummt. So, drücke Dings um in die Ergo-Perspektive. Wie gesagt, es kommt jetzt erstmal ein
Tutorial. Da stehen zwei Leute. Da Gut. stehen auch nochmal drei. Da stehen auch nochmal welche. Nutzen Sie nun Ihre leere Hand, um durch die Krugträger zu gelangen, ohne dass Sie Ihre Krüge fallen lassen. Ja. Wir gehen Sie zu der Markierung, um die Synchronisierung fortzusetzen. Ja. Wie es hier auch beschrieben wird, halt so ein, wenn man die Großschreibtaste, also Umschalttaste drückt, dann macht er so eine Handbewegung und da kann man dann halt besser durch die Leute rennen. Naja, rennen sollte man nicht, sondern gehen. Das heißt, die lassen dann keinen Krug fallen. So, ein friedliches Stoß. Gut gemacht. Der Animus unterscheidet zwischen zwei unterschiedlichen Modi. Unauffällig und auffällig. Genau. Unauffällige Aktionen sind sozial akzeptabel. Auffällige Aktionen sind eher actionorientiert. Genau. Halten Sie die Modustaste auffällig gedrückt, um zu sehen, wie Ihr Heads-Up-Display den Kontext der Puppenspieler-Eingaben verändert. Exzellent. Auf gut Deutsch war es die rechte Maustaste. Wir setzen die Synchronisierung fort, indem wir einige auffällige Aktionen testen. Greifen und werfen Sie dieses Individuum gegen die Markierung, indem Sie die leere Handtaste im auffälligen Modus benutzen. Auf gut Deutsch darf ich jetzt zu Ihnen hingehen, das machen und dann das. Ups, daneben. Tut mir leid, war daneben. Muss ich nochmal. Was fällt da auch so dämlich? Also wirklich. Zack. Und. Ja, platsch. Gut. So. Benutzen Sie die Beintaste im auffälligen Modus, um zu sprinten. Jetzt, Sprinten ist sehr nützlich, um zu fliehen oder ein flüchtendes Ziel einzuholen. Passen Sie aber auf, nicht mit jemandem zusammenzustoßen. Sie könnten stolpern und zu Boden fallen. Genau, jetzt. Sprinten und erreichen Sie die Markierung vor diesem Mann. Genau. Zack. Aha, erster. Gut gemacht. Doof gelaufen, du Ritter. Der Animus versorgt Sie mit weiteren wichtigen Informationen. Meine Lieblings. Das Symbol sozialer Status gibt Ihnen Aufschluss über Ihren Zustand. Ja. Die unterschiedlichen Zustände werden bald im Kontext erklärt. Genau. Dieses Symbol erscheint, wenn ein Soldat Sie ansieht. Die gelbe Farbe bedeutet, dass der Soldat sich Ihrer entweder nicht bewusst oder misstrauisch ist. Um die Zustandsänderung zu illustrieren, greifen Sie diesen Soldaten nun unauffällig an. Schalten Sie ihn zunächst als Ziel auf. Genau, jetzt eine Zielmarkierung. Mit F. Nun wählen Sie Ihre verborgene Klinge. Das ist die 2. Gehen Sie mit ausgewählter Klinge zu dem Soldaten und drücken Sie auf die Waffenhandtaste, um ihn zu töten. Das war ich nicht. Was ist geschehen? Ja, der ist tot. Wie wär's mal damit? Irgendjemand hat ihn abgestochen. Die Leiche hat den Soldaten alarmiert und seinen Zustand auf informiert geändert, wie die rote Zeugenanzeige zeigt. Ja. Aggressive Aktionen und sozial inakzeptables Verhalten werden nun höchstwahrscheinlich zu einer bewaffneten Reaktion führen. Genau. Provozieren Sie den Soldaten. Assassine! Beachten Sie, dass sich Ihr Status auf entdeckt verändert hat. Assassine. Benutzen Sie nun die Leiter und versuchen Sie, den Sichtkontakt zu unterbrechen. Jo. Bastard! Ja. Hey. Damit kommt ihr nicht davon! Hep, 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 hep. Ab da nach. Wo verkriecht ihr euch? Exzellent. Der Sichtkontakt wurde unterbrochen. Rennen Sie zum Dachgarten, um sich zu verstecken. Das Dachgarten war. Ihr Status zeigt an, dass Sie versteckt sind, aber der Soldat immer noch nach Ihnen sucht. Warten Sie, bis sich Ihr Status erneut ändert. Zur Hölle damit! Ich habe Besseres zu tun. Ja, doof rumstehen.
Nichts für ungut, aber doch. Gut gemacht. Bin. Der Soldat hat so. Ihre Spur verloren. Sie sind wieder anonym und können ihr Versteck verlassen. Jupp, machen Excellent. Wir auch gleich mal. Durch Anonymität füllen sie ihren Synchronitätsbalken und erleichtern sich ihre Aufgaben als Assassine. Es gibt verschiedene Orte, an denen sie sich verstecken können. Genau. Aber sie müssen immer den Sichtkontakt unterbrechen, bevor sie in einem Versteck verschwinden oder können. Heukarren. Oder im Garten. Oder bei ein paar Passanten. Zwischen ein paar Passanten, Mönchen und so. Zum Beispiel. So. Sehen wir uns nun das Untertauchen an. Mit der Beintaste im Modus unauffällig können Sie untertauchen. Sie können einen Gelehrten imitieren, um unbemerkt an Soldaten vorbeizukommen. Tun Sie das jetzt, um die Markierung hinter dem Soldaten zu erreichen. Das finde ich witzig. Die, wenn ich so mache, sehen Sie mich. Wenn ich so mache, ignorieren Sie mich. Finde ich ganz witzig, weil bei dem Spiel, weil groß gesehen, ich mache ja nur eine Bewegung. Eigentlich sehe ich trotzdem gleich aus. So, dran vorbeigeschlichen. Nun, da Sie synchron sind, verfügen Sie über eine neue Fähigkeit. Dieser sechste Sinn namens Adlerauge hat Ihrem Ahnen geholfen, die Absichten der Menschen in seiner Umgebung zu verstehen. Ja, da steht es noch, dann auch nochmal, dass Weiß steht für Informationen. Gelb für Attentäterziel, Rot für Soldaten und Blau, also für Feinde, und Blau für Verbündete. Gut gemacht. Weiß, Gelb, Rot, Blau. So. Das Adlerauge steht Ihnen nur zur Verfügung, wenn Sie völlig synchron sind. Bedenken Sie, um synchron zu bleiben, sollten Sie dem Credo der Assassinen, der Lebensart Ihres Ahnen, folgen. Das Credo hat drei Gebote. Erstens, verletzen Sie nie einen Unschuldigen. Zweitens, bleiben Sie diskret. Drittens, gefährden Sie die Bruderschaft nicht. Wenn Sie an Synchronität verlieren, können Sie diese wiederherstellen, indem Sie Schlüsselmomente im Leben Ihres Ahnen nachempfinden oder indem Sie das Credo befolgen. Genau. Sie haben das Tutorial erfolgreich beendet. Yay. Der stabilste Gedächtnisabschnitt wird nun geladen. Genau. Darauf fangen wir jetzt nämlich an. Ich hoffe, dass man. Wartet! Das es muss einen anderen Weg sieht. Geben. Er muss ja, nicht sterben. Ist nicht. Na doch, ist ein bisschen zu dunkel. Einen Moment. Ich muss da mal kurz was einstellen. Sofort wieder da. Da bin ich wieder. Ist der Recklinger Holt? Ja. Nicht Glück. Geschick. Seht das. Mir gut zu, vielleicht könnt ihr noch etwas lernen. Fürwahr. Er wird euch lehren zu vergessen, was unser Meister uns lehrte. Und wie hättet ihr es getan? Ich hätte keine Aufmerksamkeit erregt. Ich hätte nicht das Leben eines Unschuldigen genommen. Ich wäre unserem Credo gefolgt. Nichts ist wahr. Alles ist erlaubt. Eines Tages werdet ihr diese Worte verstehen. Nicht wie wir unsere Aufgabe lösen zählt, nur dass sie gelöst wird. Das ist nicht der Weg. Mein Weg ist besser. Ja, mein Weg ist besser. Ich kundschafte voraus. Versucht uns nicht noch mehr zu entehren. Was ist unsere Mission? Mein Bruder sagt es mir nicht. Nur, dass es eine Ehre ist, teilnehmen zu dürfen. Der Meister glaubt, dass die Templer etwas unter dem Tempelberg entdeckt haben. Ein Schatz? Ich weiß es nicht. Aber unser Meister hält es für wichtig. Sonst hätte er mich nicht entsandt, es zu holen. So, schon sind wir da, wo wir jetzt uns selbst steuern, so gesehen. Ihr habt bestimmt gleich eben mitbekommen, diese Bildstörungen. Wenn die kommen, muss ich ja irgendeine Taste drücken, um halt das zusätzlich noch was passiert, sag ich mal. So, dann wollen wir mal weitergehen. Und tap hier rüber. Schön dem Assassinen nach. So, und ab nach hier oben.
Oh, da steht schon ein Templer. So, schön mal hier. Zack. Bisschen und... La, 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 la. Zack. So. Ich hoffe, mit dem Ton ist alles gut, dass ihr mich hört und das Spiel auch hört, weil sonst ist das doof. Wenn irgendwas bildlich oder tonmäßig oder so euch stört, schreibt es einfach in die Kommentare. Dort! Das muss der Schrein sein. Nein, doch nicht. Die Bundeslade. Seid nicht dumm. Die gibt es nicht. Das ist nur eine Mär. Was ist es dann? Schweigt! Da kommt jemand! Wir müssen dieses Tor hinter uns lassen. Je eher wir es haben, desto eher können wir uns um diese Schakale aus Massiaf kümmern. Robert de Sable, sein Leben gehört mir. Nein, wir sollen den Schatz bergen und Robert nur angreifen, wenn es unerlässlich ist. Er steht zwischen uns und dem Schatz. Es ist unerlässlich. Zurückhaltung, Altair! Ihr meint Feigheit. Dieser Mann ist unser ärgster Feind. Und hier ist eine Gelegenheit, ihn loszuwerden. Ihr habt schon zwei Regeln unseres Credos gebrochen. Brecht nicht auch die dritte. Bringt keine Schande über die Bruderschaft. Ich stehe über euch, sowohl im Titel als auch im Können. Ihr solltet mich besser nicht in Frage stellen. Genau das. Und deswegen gehen wir einfach mal so. Flop. Na, dass sie auch mich jetzt bis jetzt noch nicht bemerkt haben, ne? Finde ich schön. Halt, Templer! Ihr seid nicht die Einzigen hier. Ah, nun, das erklärt meinen fällenden Mann. Ja, also, was ist euer Begehr? Na? Blut. Blut. Nein, ah. Nicht! Autsch. Ihr wisst nicht, worauf ihr euch einlasst. Ich schone euch nur, damit ihr eurem Meister diese Botschaft überbringt. Das Heilige Land ist für ihn verloren. Er sollte fliehen, solange er die Gelegenheit dazu hat. Bleibt und ihr seid alle des Todes. Ja. Männer, zu den Waffen! Tötet die Assassinen! Da komme ich, glaube ich, nicht mehr durch. Deswegen hauen wir einfach mal ab. Lassen wir sie allein. Ja, okay. Schön. Zack. Und zack, 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 zack. Und tap. Hier wird nochmal hin und wieder ein bisschen auch gezeigt, was ich machen kann und so. So, zum Beispiel hier das Klettern. Kleine Tutorials sind immer mit drin. So, tap. Und tap, und tap, und zap. Zack, zack, zack. Und eine wunderschöne Stadt. Ältere Gedächtnisabschnitte werden übersprungen. Dem Ding kann man nebenbei noch ein bisschen üben. Das Schöne ist jetzt. Wird's gespeichert? Altair, ihr seid zurück! Rauf, wie schön euch unverletzt zu sehen, Dai. Ich hoffe, eure Mission war ein Erfolg. Ist der Meister in seinem Turm? Ja, ja, immer die Nase in seinen Büchern. Er wartet schon auf euch. So, ich danke euch, Bruder. Friede sei mit euch, Altair. Und ja. Mit euch. Ja, schön. So. Aber das war's für heute mit schon mal mit dem ersten Teil von Assassin's Creed. Und ich hoffe, es hat euch bisher schon gefallen. Und ich hoffe, ihr schaltet auch morgen wieder in die Folge. Denn ich habe geplant, täglich eine Folge Assassin's Creed hochzuladen. Und zwar werde ich zwar das Spiel komplett spielen,
also Let's Playen. Allerdings 100% werde ich höchstwahrscheinlich nicht hinkriegen, weil das ist viel zu viel. Das ist später auch noch mit Flaggen sammeln und so. Vielleicht am Ende mal schauen. Wie es euch gefallen hat, schreibt es einfach in die Kommentare. Wenn euch meine Videos allgemein gefallen, würde ich mich freuen, wenn ihr ein Abo da lassen würdet, wenn ihr Kommentare, also Feedbacks mir geben könntet, egal ob positiv oder negativ. Hauptsache ihr flamet nicht, ihr seid keine Hater bezüglich, ey du bist scheiße, sondern so, hey, mach das mal besser. Damit ich meine Videos nach euch richten kann, denn groß gesehen, auch wenn ich jetzt nicht vorhabe, mit YouTube Geld zu verdienen, möchte ich dennoch euch wenigstens ein paar ordentliche Videos präsentieren, die euch gefallen. Deswegen tschüss, ciao und bis zum nächsten Mal. Euer Livers Kisan mit Assassin's Creed.